Anna, hi. Dürfen die Kinder einen Peppa Wutz Luftballon fliegen lassen? Ja. Sehr gut im Schreiben. Okay. Aber wir sagen, du hast den Brief geschrieben, okay? Ja, okay. Steffi, alles Paletti? Ja. Das klappt so nicht. Ja, klappt aber. Nee. Okay, ich hab mich den angefangen. Alle mit Schaum, wie der Ballon hochfliegt. Raffi! Ja, Alex, super! Alex! Eins, zwei, drei! Tschüss, Schorsch! Und da war ein Zettel dran. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier dieses Zelt ein bisschen aufräumen, weil das habe ich echt vernachlässigt die letzte Zeit. Und hier sieht man echt super, wie die Natur sich sowas zurückholt. Ich gebe zu, das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn man nicht anfängt, wird man nie fertig. Das hier alles kommt bald, alles in die neue Halle und dann habe ich hier Platz für die Fahrräder von den Kindern und die ganzen Spielsachen von denen und dann muss das nicht die ganze Zeit da draußen im Siff vergammeln. Oh, geht. Da. Dankeschön. Kannst du mir auch ein Messer holen? Ja, einfach. Dankeschön. Kannst du mir auch ein kleines Tellerchen holen? Aber bitte bring die Mama nicht zu Weißglut, dass du immer mit den Schuhen reinrennst, okay? Ja, geh kurz hier, guck mir, ist eh alles schon dreckig. Geh da kurz hin und dann gibt's erst der Mama. Dankeschön. Ich kann ja hier jetzt hier mal dazu aussehen. Alles sind die schon? Ja. Perfekt. Super gut gemacht. Danke, Raphael, dass du dich so um deinen Bruder gekümmert hast. Wirklich. Richtig nett von dir. Dem das, geschnitten. Genau, die Wurst geschnitten. Das ist wirklich gut gemacht. Ne? Muss man nicht immer ein Messer nehmen, geht auch mit einer Gabel. Hat ja geklappt. Der hat die ganze Wurst schon fast weggedrückt da.
Hier. Da. Oh. Was ist los? Oh, Sonic war wieder hier. Oh, Raphael. Habe ich kein Gemüse. Das Haar hast du gefunden im Garten von Sonic? Was? Das ist immer da. Der ist immer bei uns im Garten. Bei Opa, ne? Ja, das war ein Sprenglein im einen Auge. Junge, wie lange isst du eigentlich? Hä? Bist du Junge? Fertig? Nein. So sauer. Ah. Wasser? Ja. Mhm. Die ganze Familie hat eine Wurst gegessen und der... Wer? Du mich? Ich mache hier alles sauber, wisch alles und du legst das Scheißteil einfach da drauf. Was ist das? Das ist der Ketchup war für den Raffi schon scharf. Oh. Felix, warte, Junge. Wohin? Ja, komm, wir gehen alle zusammen spazieren. Bleib hier! Oh, Leute, nein. Da ist sie. In den Videos von Vermieter seht ihr demnächst, dass ich einer von meinen Mieterinnen meine Betonmischer ausgeliehen habe und die hat den komplett zerstört. Oh. Was ist los, Junge? Das Auto fahren. Wir fahren nicht mit dem Auto. Wir gehen jetzt spazieren. Ja, Auto fahren. Wir können nicht immer mit der Karre nur wegfahren. Ja. Oh, so. Auf jeden Fall habe ich mit der geklärt, dass die... Oh, wei, oh, wei. Jo. Autofahren. Autofahren. Auto wollen wir nicht fahren, wir wollen nicht spazieren gehen. Autofahren nicht. Lass mich das ganz kurz nur zu Ende erklären, okay? Auf jeden Fall habe ich geklärt, dass die Mieterin mir bei einer neuen Gebrauchten die Hälfte dabei tut. Und jetzt guck dir das an, Junge. Guck dir das an. Cool. Nein. Oh, wie nein? Autofahren. Leute, ich bin ja operiert worden. Nichts Schlimmes, nur ein Hühnerauge am Fuß, was mich immer sehr, sehr geärgert hat, wenn ich gelaufen bin. Und dann habe ich wirklich übertrieben krasse Nackenschmerzen bekommen. Jetzt die letzten, boah, anderthalb Wochen oder was. Weil ich bin immer gelaufen wie Quasimodo und dann hat mir nach einer Zeit halt wirklich mein Nacken extrem wehgetan. Und dann habe ich mir Videos von diesem Liebrecht Bracht, keine Ahnung, dieser Kanal, der da irgendwie sich drum kümmert, dass die Leute alle... gerade gehen und keine Schmerzen haben und was weiß ich was. Auf jeden Fall hat er ein Video, dass man anständig schlafen muss. Also nur gerade, das ist ein ganz langes Video, ich habe mir das gestern angeguckt, ohne Kissen und Arme nach unten und das ist perfekt für alles. Und meine Nackenschmerzen, die sind wirklich fast weg. Also ich werde nie wieder in meinem Leben jetzt ein Kissen benutzen. Auto auf! Auto auf! Auto auf! Hier, rein mit dir. Ich mache euch die auf. Ich verteile das auf alle Kinder, ne? Aber auf dich mit auf! Auf dich auch. Soll die mal leuchten? Ja. Ja, dann komm. Ja, lass mal leuchten. Und der Bauch wird dann auch leuchten. Was? Nein, der Bauch wird nicht leuchten. So. Noah, guck. Noah. Yeah! Wenn du nochmal unten drunter drückst, dann leuchtet der ein bisschen langsamer. So, und nochmal drücken. Dann bleibt's an. Okay, kann ich auf? Wow. Runtergefallen. Nicht schlimm. Holt euch Gläser, holt euch Gläser. Oder Becher. Wir trinken daraus. Und dann trinken wir die hier draußen. Mama macht sich ein Lilly. Feiertag heute, oder? Ja, ich verteile das jetzt auf drei Becher, dann könnt ihr da alle was von haben. Erstmal Wassermelone oder erstmal Orange? Ich will Wassermelone. Und du, Raphael? Ich will das, was du willst. Ich will auch. Der macht das wie ich. Ich nehme das, was du nimmst. Ich
Nein. Ja, genau. So, und dann sagt mal, wie das schmeckt. Ja, okay. Probiert mal, vielleicht mögt ihr es ja gar nicht. Nee. Das schmeckt mir auf jeden Fall noch nicht so gut. Kannst du trinken. Das glitzert drin. Das glitzert drin. Ja, kannst du. Nein, die ist noch nicht getrunken. Ich habe das noch nicht probiert. Ich habe zuerst gedacht, das ist Grapefruit. Deswegen schmeckt denen das nicht. Aber es ist kein Grapefruit. Also schmeckt? Das ist orange. Also ich finde das nicht so eklig wie die Kinder, aber... Sorry, Mann, aber das ist keine gute Wertung. Raffi, hör auf. Das hör auf! Nicht, wenn du es nicht magst. Es ist das für Melone. Glaubst du, das ist besser? Nein. Ja. Es ist eine Melone. Es ist eine Melone. Ja. Probier mal. Das schmeckt gut. Mit deiner Matte mal abschneiden. Melone schmeckt gut. Schmeckt auch nicht. Ich hab dir gesagt, die Kleinen trinken besser ein Trinkbecken und die Großen trinken die lecker. Limo. Aber du wolltest unbedingt Limo. Wie schmeckt das, Nastja? Ja. Du kriegst heute die Haare geschnitten. So geht das nicht. Nur Papa darf lange Haare haben. Nein. Der Ali auch. Ja, aber der Ali schwitzt jetzt zu sehr unter seiner Mütze. Oh, oh, Junge. Meine Güte. Ich will euch ganz kurz mein Update geben, wie das jetzt aussieht da mit diesem Kinderspielplatz. Mich nervt das selber, dass das so langsam vorangeht, aber ich habe mit den Jungs von Vermieters abgeklärt, dass die mir demnächst mal helfen. Aber wir haben im Moment ein riesen Haus zu renovieren in Remscheid. Das ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Dafür haben wir uns alle eine Woche Urlaub genommen und wenn wir da fertig sind, kommen die vorbei. Und dann machen wir das mal in 2 Tagen, weil immer so ein bisschen zwischen Tür und Angel fummeln, kriegt man viel, viel weniger geschafft, als wenn man einmal zu dritt da Gas gibt und dann ist das Ding so weit fertig, dass die da spielen können. Weil jetzt steht das da zur Hälfte und bringt halt gar nichts. Oh, Kinders, was ist los jetzt? Gucken wir Vicky oder was? Hä? Vicky und die wilden Männer. Vicky und die wilden Männer? Was machst du da? Wer? Der da. Ricky. Coole Frisur, Junge. Echt coole Frisur. Mama! Neue Arbeit für dich. Ich bin ganz schön angespannt. Wow! Wow!